Pelé feiert und mit ihm der FC Santos. Der brasilianische Traditionsverein, bei dem das Idol einst seine Karriere begann, wird 100 Jahre alt. Ich bin sehr glücklich und ich danke Gott, dass ich hier bin und all die Spieler repräsentieren darf, die diesen Club mit aufgebaut haben. Die Geschichte des Clubs aus der Hafenstadt Santos wurde pünktlich zum Geburtstag als umfassende Chronik veröffentlicht. Pflichtlektüre für jeden Santos-Fan. Vor zahlreichen Kameras betonte Pelé dann die kleinen, aber feinen Unterschiede zwischen damals und heute. Dank der Medien und der Technologie kann man heute auf der ganzen Welt zusehen, wenn ein Santos-Spieler ein Tor schießt und in die Kamera jubelt. Damals mussten wir nach Afrika oder Asien reisen, damit die Welt uns sieht. Ich glaube, der einzige Ort, an dem Santos nicht gespielt hat, ist auf dem Mond. 100 Jahre Santos wollen gefeiert werden. Wie das geht, demonstrierte Pelé mit der Vereinshymne höchst selbst. Santos é o novo campeão, tá o dedo lá, o nego praiano, campeão absoluto desse ano. Abraço, obrigado, gente.